Runde und in dieser Zusammensetzung wieder beim Weihnachtszirkus begrüßen darf. Es ist schön, dass man wieder auf diesem Weg zusammenkommt und auch schöne Abende wieder zusammen in dieser Form verbringen kann. Herzlich willkommen. Ja, wir sind sehr zufrieden. Das Publikum ist begeistert. Wir haben sehr viel positiven Zuspruch bekommen von den Leuten. Und ja, ich glaube, es wird eine sehr gute Spielzeit werden dieses Jahr. Wenn Leute noch Karten wollen haben, wo müssen sie sich informieren, für Karten Weihnachtszirkus zu bekommen? Entweder über die Website des Weihnachtszirkus, über trierer-weihnachtszirkus.de oder bei Ticket Regional. Oder auch bei Ticketmaster kann man jederzeit Tickets für den Weihnachtszirkus bekommen und täglich ab 13 Uhr bei uns hier an den Zirkuskassen in den Moselauen. Und was natürlich froh ist für die ganzen Trierer, 2 Jahre war kein Zirkus gewesen und jetzt endlich wieder Zirkus, was ist für Sie ein Erlebnis, wieder Zirkus zu haben in Trier? Es ist unbeschreiblich. Die Zeit des Wartens hat jetzt endlich ein Ende. Und wir kommen endlich wieder zurück zu unserer alten Normalität. Und ich finde es unbeschreiblich schön. Ich habe Gänsehaut gehabt vorhin am Beginn der Veranstaltung. Und wir hoffen, dass es jetzt dann auch ohne weitere Unterbrechungen so weitergeht für die nächsten Jahre. Danke. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten, glückliches 2023. Und wir hoffen, dass wir uns wirklich 2023 auch wieder hier sehen können in Trier. Und ich wünsche auch allen Zusehern frohe Weihnachten, ein gutes, gesundes und glückliches 2023. Und ich bin mir ganz sicher, es wird ein gutes Jahr, denn die Quersumme von 2023 ergibt 7 und 7 ist eine Glückszahl. Also, alles Gute!